Prost, Miss Sophie. Ich trinke aufs Kräfteverlagern. Es wurde heute gesagt, dass deutsche Kräfte verlagert werden an die syrische Grenze. Berliner Pilsner. Made in Berlin. Icke, wa? Bier ist Hochstulle. Ich entdecke hier immer total lustige Sachen. Zum Beispiel hier. Zur Lippe, vom Leib zum Körper. Vom Körper zum Leib zur Lippe, würde ich sagen. Zur Lippe, vom Leib zum Körper. Tja. Und das ist auch immer wieder toll. Das ist ein Zitat angeblich aus der Bibel, beziehungsweise von Immanuel Kant auf die Bibel verwiesen. Ich habe es dann in der Bibel gar nicht gefunden. Also, das krumme Holz der Humanität, hatte das hier genannt, Jesaja Berlin. Aber das Originalausgangszitat, das lautet ganz anders. Aus so krummem Holze, als woraus der Mensch gemacht ist, kann nichts ganz Gerades gezimmert werden. Immanuel Kant, Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht, 1784, Kants gesammelte Schriften, Berlin. Das habe ich dann zum Anlass genommen, hier das zu finden, habe es auch gefunden in der Kant-Ausgabe. Jesaja Berlin, das ist einer, der den Piraten am meisten zu sagen hätte, aber leider ist das etwas, was mit geistiger Orientierung zu tun hat. Und das haben wir nicht und kriegen wir wohl auch nicht wieder rein. Da habe ich hier, auch witzig, Marianne Fritz, dessen Sprache du nicht verstehst. Dessen Sprache du nicht verstehst. Die meisten Menschen, die ich kenne, könnten so einen Satz gar nicht sagen. Dessen Sprache du nicht verstehst. Hat Sprache verstehen dann nicht nur mit Sprache verstehen zu tun, sondern natürlich auch mit Wissen und Urteilskraft. Und das ist dann das, was häufig völlig missverstanden wird. Wenn jemand etwas weiß, glaubt er, er könnte etwas beurteilen. Das ist aber das Anhäufen von Wissen gar nichts. Das ist so, wie wenn man Wikipedia die Bundesregierung überlassen würde. Ja, viel Wissen. Und tja, oder hier zum Beispiel, was ich kürzlich hatte, Mick Jagger, da ist in diesem ganzen Aufmarsch von vorne bis hinten durchgevögelten Mädchen, ist nur eine einzige,
die ihn vorgeführt hat. Das ist ungerecht. Genau die hat sogar einen bekannten Namen, aber habe ich schon wieder vergessen. Ich meine, das ist auch nicht so wichtig, ja. Es ist auch nur Wissen, es ist, hat nichts mit Urteilskraft zu tun. Jedenfalls, die hat ihn ganz übel, also richtig extrem vorgeführt. Und man merkt dann, wenn so ein Buch aufgezogen wird, dass sich das ständig wiederholt, das Muster und so, und wenn dann sowas kommt, dass man schon eine Art Beteiligung hat, indem man sich dann darüber freut, dass sozusagen irgendwo eine Gegenkraft auftaucht. Also richtig freuen wäre jetzt auch zu stark aus. Also ich habe hier zwei Autoren, die sind beide, glaube ich, schon tot, die ich möchte ich empfehlen. Hier Christian Schulz-Gerstein, der ist meines Wissens in den 80er Jahren schon gestorben, als junger Mann. Der hat so literarische Ansätze wie ich. Also sozusagen freies fließen lassen. Und auch der hier, Eike Geisel. Meine Güte, da habe ich mal 30 Mark dafür bezahlt. Ja, das entspricht heute 30 Euro, so ein Taschenbuch. Triumph des guten Willens. Eike Geisel und auch Schulze-Gerstein, die werden heute wahrscheinlich umworben bei der Achse des Guten. Achse des Guten muss man sich so vorstellen wie die Achse des Bösen. Ja, es ist, wenn man einen Zeitungsartikel von vor 10 Jahren liest über die Kriegspropaganda der Amerikaner im Irak und wo sie überall tätig waren und kommt dann auf die Achse des Bösen oder Clash of Culture und so weiter und guckt sich das heute an, da muss man sagen, komisch, jetzt haben diese propagandistischen Formeln ausgedient, nun ist auch gar keine Achse des Bösen, wo soll die sein? Aber ich weiß es nicht. Guns N' Roses vielleicht. Axel Rose. Ja, also so ein Bier ist ja lang. Ich bin kein Biertrinker. Aber gestern Abend bei den Piraten bekam ich Bier und dann auch noch durcheinander. Da war dann eins, das finde ich interessant, weil ich das auch kenne, Jeverpilz. Das ist sehr herb. Also wenn ich zum Beispiel jetzt mehr oder weniger eine Flasche Einbecker Urbock trinken würde, müsste ich sofort mit Durchfall aufs Klo rennen, so haut das rein. Jeverpilz ist ein bisschen ähnlich, aber hier dieses Berliner Pilsner ist so ganz in der Mitte. Tja, also was ich immer alles so habe, total toll. Meine Güte. Ich werde den Rest meines Lebens weiterhin alljährlich nach Italien fahren. Es ist so hammermäßig. Hier. Das ist Tirol, Meran, wo der, naja, der mit den erfrorenen Füßen, Reinhold Messner, rumturnt. Und dann hier, Portofino. Portofino ist ja eine unglaubliche, ideale Bucht, ja. Also so wie wenn man sich eine elektrische Eisenbahn künstlich aufbaut, erfindet sich eine Landschaft, dann könnte man so einen Hafen wie Portofino haben. Aber dieses Ding, das ist vielleicht, naja, knapp einen Kilometer im Stich Tiefe, größer ist das nicht. Und ringsherum diese Häuser. Und dann sind da aber diese Schiffe, die man glaubt zu kennen, aber die man in Wirklichkeit ja nur ganz selten sieht, das sind dann vergrößerte Motorboote, also sagen wir mal keine Schiffe, sondern Boote eigentlich, die dann aber 60 Meter groß sind. Unglaubliche Dinger, und das ganze Becken ist voll mit diesen weißen Schiffen, Kunststoffschiffen oder Stahlschiffen. Portofino. Ja, Rapier. Naja, also das sieht noch harmlos aus hier unten. Aber hier, so ist das landschaftlich, und da kann man ganz hoch auf die Felsen, also hier ganz hoch, das ist sehr hoch, und kann dann bis Rapallo gucken. Rapallo, und da auf dem Hügel, da ist eine Seilbahn, auf dem Hügel ist ein wunderschönes, völlig traumhaftes, Märchen-hotelartiges Ding. Das sieht aus, als wenn es das letzte Mal vor 100 Jahren
hier, da oben, Portofino, restauriert worden sind, auch mit alten Leuten und mit ganz schrägem Personal. Hier, das ist der, auch der Blick von da oben, es ist sowas von irre. Und da ist Friedrich Nietzsche gewesen. Als Friedrich Nietzsche den Zarathustra geschrieben hat, so wird es ja gesagt, dass er das meistens auf seinen Wanderungen während des Gehens, also es hat sozusagen ein Gehtempo, so diese Idee, Dichten im Gehen gibt es auch übrigens bei Hölderlin, ja, jedes Gedicht hat eine eigene Schritttempo, Schrittfrequenz. Also Nietzsche dort an den Hügeln von Rapallo den Zarathustra geschrieben hat. Da hatte ich dann die Idee, Mensch, hier oben würde ich gerne mal im Sommer ein paar Monate gerne malen. Das hat sich bis heute nicht ergeben. Aber es ist noch nicht zu spät. Tja, also solche Broschüren habe ich tausende, würde ich nie im Leben wegschmeißen und es kommt aber dann doch nicht dazu, dass ich sie letztlich benutze. Und wenn ich sie brauche, finde ich sie oft auch nicht. Aber das finde ich auch toll. Hier habe ich schon mal empfohlen, Cibreo in der Altstadt von Florenz am Markt, also am Gemüsemarktplatz. In Florenz, Cibreo, ausgesprochen super tolles Restaurant und Bistro und Café, aber es kostet hier, dann wenn man da isst, 159 Euro oder so, aber es ist wirklich spitze, Cibreo kann ich empfehlen, Florenz. Die letzten Jahre, wenn ich da war, war es immer gerade im Sommer, Sommerferien, immer zur gleichen Zeit, im September, dann haben die Sommerferien uns geschlossen. Ja, oder hier, Ed Meyer, der Hoflieferant, die wunderbaren Schuhe, ich gebe zu, für ein paar Schuhe 500, 600 Euro, also handgemachte auf dem Leisten, auf Maß gemachte Schuhe, ist im Grunde genommen nicht teuer, aber es ist natürlich viel Geld. Ed Meyer sind jetzt auf der, wie heißt das? Vom Odeonsplatz zum Nationalsozialismusdenkmal Richtung Königsplatz geht die Straße. Ich weiß jetzt den Namen nicht. Wir haben ein zweites Geschäft mit mehreren Etagen und so, also auf der teuersten Straße quasi, um die Ecke bei Siemens. Ja, so ist das hier mit der Kräfteverlagerung. Im Grunde ist ja der Status der Bundeswehr jetzt so, dass man die Kräfte gar nicht verlagern muss. Man engagiert für den Krieg gegen Syrien einfach arbeitslose Türken und die werden dann Bundeswehrsoldaten. Die können ja dort, wo sie sich gut auskennen, am besten kämpfen wahrscheinlich, würde ich sagen. Oder noch besser ist, wenn es automatisch geht, man bestellt die Drohnen, die kann man ja kaufen, und da wird dann mit Siebdruck nur das Hoheitszeichen drauf gedruckt, in diesem Falle also dieses Bundeswehrkreuz, und die kommen gar nicht erst nach Deutschland, die Drohnen. Die werden dann von Israel oder von USA, wo sie hergestellt werden, werden die gleich disloziert, also an die syrische Grenze, und dann verlagern wir die Kräfte. Also, Entschuldigung, ich spüre auch die Kräfte. Das ist eine echte Lichtgeschwindigkeit. Also man merkt, wie es sozusagen durch die Flasche in den Mund ja, man kann das nicht sehen, das ist hier mit der Banderole, dass man nicht sieht, wie es fließt, aber wirklich und dann fließt es hier rein und dann steigt es schon so auf, geht es ins Gehirn. Und dann geht langsam die Zurechnungsfähigkeit verloren, sodass man dann alles Mögliche sagen kann. Was natürlich eigentlich gegenüber YouTube Vertragsbruch ist, aber gegenüber dem Rechtsstaat eine gewisse Sistierunfähigkeit, würde ich mal sagen. Es ist erstaunlich, die Leute werden ja älter. Man kann im Grunde, wenn man über 90 ist, wegen Alters, Schwäche, sagen wir mal, nicht mehr wirklich verurteilt werden. Im Prinzip beliebig
ins Kaufhaus gehen und einkaufen ohne zu bezahlen, also sofern man sich nicht erwischen lässt. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt beim Vietnamesen hier in Pankow so einen riesen Beutel, weiß ich nicht, 5 Kilo oder so Reis kaufe, dann bin ich ja als Nicht-Vietnamese beratungsbedürftig, dann lasse ich mich beraten. Wenn ich vorher in meiner Einkaufstüte schon alles Mögliche eingepackt habe und lasse mich dann über den Reiskauf beraten und mache dann Scherze darüber, wie ich immer den Reis koche, dass es immer zu einem Schleim zusammenschmilzt, bis dann der Reis sozusagen eine gräuliche, schleimige, man kann das dann wie so ein Gelee aus dem Topf holen und so, bis der Vietnamese dann sagt, naja, der Kunde kann eine Menge Scheiße erzählen, Hauptsache er kauft den Reis und so, und dann am Ende sagt man noch erstaunt, um Gottes Willen, 14,90 Euro eine Tüte Reis, ja, und dann mache ich das zu Hause auf und dann kommen irgendwann die Motten und dann ist der ganze Reis verdorben, weil die das Küchenungeziefer sich an den Reis gemacht, und dann sagen die, nein, Reis gehen die nicht ran und da sind auch keine Eier drin, die da nur ausschlüpfen, die Reiskäfer oder so irgendwas, na gut. Und dann bezahlt man seine 14,90 und hat im Grunde, wie wir das ja früher als Junghippies gesagt haben, beim Einkaufen die Mehrwertsteuer abgezogen, ja. Dann stellt man plötzlich fest, ach, ich wollte ja noch Champagner kaufen. Und dann geht man damit zu dem Sonderthesen bei Karstadt und sagt, können Sie mir das bitte als Geschenk einpacken, schön mit einer Schleife und so weiter. Und dann geht man mit einer Tüte Spaghetti an die Kasse, bezahlt die Spaghetti und kommt dann sozusagen von der anderen Seite an den Geschenkverpackungstresen und holt seine Flasche Champagner ab und die freundliche Geschenkverpackungsmitarbeiterin von Karstadt sagt dann, ah ja, Sie waren ja gerade an der Kasse, Sie haben ja bezahlt, ja genau. Ja, auf die Weise kann man dann Champagner gratis bekommen, aber er ist auch noch schön verpackt. Ich meine, das ist jetzt hier bei diesem Bier, da ist sogar Pfand drauf. Also ich kann jetzt hier nicht einfach Bierflaschen rumschmeißen oder so, nein. Ich muss die ganz ordentlich bei mir vor der Tür in den Abfallkorb tun, damit meine Bekannten, die draußen wohnen, sich dann wenigstens die Flasche holen können. Ich meine, irgendwo arbeiten wir doch zusammen. Es ist ja die Zusammenarbeit nicht nur in Lichtgeschwindigkeit, sie ist ja auch in Zeitlupe oder auch in Normalzeit. Und für einen, der kein Bier trinkt, hat er immerhin noch die Pfandflasche einen gewissen sozialen Grundcharakter. Ja, ich weiß nicht, also diese Geschichte mit Ditsche. Ja, und dann habe ich den ganzen Opel Kapitän mit Buttermilch in den Tank reingemacht, ne? Und dann hat der HSV heute 1-0 gewonnen. Ich weiß nicht gegen wen, Mainz 05 wahrscheinlich. Wieso die nicht 5 Tore geschossen haben, weiß ich auch nicht. Naja, Bayern München 1-1 in Nürnberg. Man könnte sagen, die Bayern halten zusammen, aber Nürnberg sind Franken. Das Gänsemännchen mit dem Brunnen von, na, wie heißt er noch? Jakob Wassermann, Gänsemännchen, wunderbarer Roman. Und jetzt war ich im Jüdischen Museum hier in Berlin, habe diese Ausstellung von dem Ronald Kitay gesehen, dem früheren Kumpel von David Hockney. Eine wirklich absolut sehenswerte, ja, also Must-Ausstellung. Wer sich für Kunst und Malerei überhaupt interessiert, muss diese Ausstellung von Kitay sehen. Es ist wirklich unglaublich, in den besten Werken, also in dem, was sein Niveau ist eigentlich, ist es wirklich erschütternd gut. Moderne Kunst, aber wirklich erschütternd gut. Naja, und da habe ich dann in dem Shop, Museumshop, jüdischen Museumshop in Kreuzberg, dann ein bisschen geguckt. Und der Katalog war mir einfach viel zu teuer. Und dann habe ich nach Jakob Wassermann gefragt, da war vor 2 Jahren noch in der Zeitung die Angabe, es sei gar nichts mehr lieferbar, es seien keine Titel aufgelegt von Jakob Wassermann. Also Jakob Wassermann, deutschsprachiger Romancier, Jude, der ist Ende der 1920er Jahre abgehauen aus
Berlin nach Wien, weil eben die Nazi-Scheiße wirklich einfach zu unappetitlich war. Während Thomas Mann Jakob Wassermann rührende Briefe geschrieben hat. Thomas Mann bewunderte den Wassermann, er war der Bestseller überhaupt. Wassermann hat am meisten Bücher verkauft. Thomas Mann bewunderte die Schreibkunst von Jakob Wassermann und hat gesagt, also der Kampf der Künstler und der Literaten gegen die Nazis könne nur mit Thomas Mann und Kollegen erfolgreich geführt werden. Zum Beispiel Jakob Wassermann solle unbedingt da bleiben und mitmachen, aber Wassermann hatte keine Lust auf Politik, der ist abgehauen. Naja, gut, und tatsächlich im jüdischen Museumsshop hatten die jetzt eine ganze Reihe von Titeln von Jakob Wassermann. Und da habe ich dann gedacht, Mensch, das ist, kostet 4 Euro Eintritt. Woanders zahlst du 10 oder 8 Euro für eine Ausstellung, die Kita-Ausstellung 4 Euro. Habe ich gedacht, also irgendwie kaufe ich jetzt hier ein Buch, egal was, und habe dann ein Buch gekauft von Jakob Wassermann, wozu bis jetzt die Zeit nicht gereicht hat, das zu lesen. Weil ich dieses Mick Jagger Buch dazwischen geschoben habe. Es ist wirklich furchtbar. Ich habe jedes Jahr Geburtstag, also das muss nicht sein, weil dann die Bücher, die ich geschenkt bekomme, wirklich ausgewählt sind. Da kann man sicher sein, dass ich die auch freiwillig lese, aber dann komme ich ja nicht mal zum Bier trinken. Jetzt ist das hier, ich warte die ganze Zeit, dass der Akku leer wird, dass das abschaltet, aber ich bin einfach kein Biertrinker. Das ja, da habe ich hier noch was Schönes. Also Dietmar Möst ist ja eigentlich ein Maler. Hier ist ein über 3 Meter großes Bild. Da habe ich eine Ausstellung gehabt, Wasserangelegenheiten im Landesregierung Sachsen-Anhalt. Ja, das wollte ich doch überhaupt sagen. Wikiwatch, ja. Da haben die Piraten schon 2009 zu mir gesagt. Felix Alatze, ja. Du kannst doch diese Biografie da nicht drin sein haben bei Wikipedia, das glaubt dir doch keiner. Da habe ich zu ihm gesagt, ja, aber Felix, du Kind, du könntest mein Enkel sein. Was ist denn das für eine Scheiße? Willst du meine Biografie killen? Ja, das glaubt doch keiner. Ja, was heißt das glaubt keiner? Was glaubst du denn? Also hier, dieses Nilpferd, da hat das Ministerium für Wissenschaft und Kunst von Sachsen-Anhalt eine große Ausstellung gemacht, das ist 3 Meter, ist lebensgroß. Ganz toll, ganz schön. Und da hat die Firma Ecoplant gesponsert den Druck von dieser Werbung, Klärschlamm, Umweltministerium hat das gemacht. Und dann ist Kultusministerium für die Kunstsammlung des Landes Sachsen-Anhalt in Magdeburg, Halle, Burg Giebichenstein, so, ist ein Strohbild von mir gekauft worden für 6.400 Euro, staatliche Sammlung, Land Sachsen-Anhalt. Und bei Wikiwatch wird doch wirklich gesagt, ich soll das mal beweisen. Ich habe es gar nicht geglaubt, also wirklich. Ich habe es gar nicht geglaubt. Ich komme nicht auf die Idee, sowas zu beweisen. Was ist das für ein Quatsch? Ich habe wirklich 2,50 Meter Leitsordner mit Zeitungsartikeln und weltberühmt in Hannover und was weiß ich alles. Ich beweise sowas nicht. Ich lache mich kaputt. Wikiwatch in Frankfurt an der Oder. Ja, was ist denn das eigentlich? Na gut, also hier, das Nilpferd wird den Professor in Frankfurt an der Oder in den Arsch beißen, von wegen Biografie bei Wikipedia löschen. Ich lache mich kaputt, wirklich. Und es ist mir vorhin eingefallen, als die erste, wann war das, 2009, Bundestagswahlkampf der Piraten. Dietmar Möfs machte Lichtgeschwindigkeit jeden Tag vor dem Kanzleramt Wahlkampf für die Piratenpartei Deutschland. Da war dann Freiheit statt Angst, die Demonstration am Potsdamer Platz und dieser Umzug, der dann also lief vom Potsdamer Platz, begann das und ging dann also durch die Stadt und ziemlich lang. Und ich bin auch mitgegangen. Und dann waren meine Piraten, auch der Michael Fricke, der mit mir die Lichtgeschwindigkeit jeden Tag machte. Das war eine schöne Zeit. Wir sind einen Monat lang jeden Tag zusammen, haben uns getroffen. Er hat mich abgeholt oder ich habe ihn abgeholt und sind dann in Berlin zu einem Ort gefahren, den ich mir ausgedacht habe, wo es wahlkampfmäßig gut zu machen ist, darzustellen ist. Sei es beim RIAS oder bei RBB oder beim Kanzleramt oder Luftbrückendenkmal oder irgendwo, wo wir hingefahren sind. Michael Fricke war natürlich auf dem großen Sattelschlepper Piratenpartei und ich war dort auch mit meiner Fahne und hier mit meiner, Moment,
Da haben sie schon schief geguckt, ja, hier mit meiner Peace Friedensbewegungsfahne, Piraten. Und dann sagte jemand, wer war das? Aus Niedersachsen einer, der sagte, du, tut mir leid, aber der Wagen ist voll, du kannst nicht mit auf den Wagen. Und ich habe gesagt, ich will gar nicht mit auf den Wagen, ich demonstriere hier, ich gehe hier zu Fuß den Umzug mit, ich will das in den Knochen haben, wie das ist. Und dann kam Michael Fricke mit seiner Kamera und sagten, wir machen ja jeden Tag diese Aufnahmen. Und wir hatten vor dem Start des Umzugs eine Lichtgeschwindigkeit gemacht. Ich bitte darum, 2009 nachzugucken, Lichtgeschwindigkeit YouTube, wo ich erklärt habe, dass die Piraten eine Piratenstiftung brauchen, eine Ralf Dahrendorf Parteistiftung. Das habe ich damals vorgeschlagen. Michael Fricke hat ein paar Tage später heimlich sozusagen mit anderen zusammen einen Verein gegründet zur Gründung des Piratenbildungswerkes Stiftung, natürlich nicht Ralf Dahrendorf, aber mir haben sie es nicht gesagt. Ja, heute ist mir das klar geworden. Ich hätte natürlich darauf bestehen müssen, als der Videofreak für den Wahlkampf, ich muss auf den Sattelschlepper. Es war mir zu doof. Jetzt habe ich 4 Jahre lang Piraten gemacht, das ist mir immer noch zu doof. Aber ich weiß, wenn ich damals auf den Sattelschlepper draufgegangen wäre, dann wäre mein Standing bei den Piraten günstiger gewesen für alles Mögliche. Man hätte mich nicht zum Nazi erklärt. So, das ist mal so ein Gedanke. Aber ich kann es aushalten. Und zur Frage, ob ich noch in der Piratenpartei bin, ja, ich bin, ich bleibe auch. Und aus verschiedenen Gründen. Unter anderem, dass ich wirklich immer eng informiert werde. Ich habe ja Zugang zu den Piratenmedien. Und hier, man sieht, ich bin kein V-Mann. Ich gucke oberhalb des Wassers raus. Ich bin ein Maler. Ich kann solche Nilpferde malen. Ich könnte da auch eine Klingel dran malen oder ein Fahrrad reinwerfen ins Wasser oder so. Ich kann das alles malen, wie ich will. Hier ist aber einfach nur ein Nilpferd, was so ein bisschen guckt mit einem Auge. Ja. Das hat aber auch einen Grund. Ich habe bei meinem ersten Katalog, hier 1977, große Ausstellung beim Norddeutschen Rundfunk in Hannover, da habe ich auch schon ein 3 Meter großes Nilpferd ausgestellt, noch mehrere Nilpferde. Ich habe schon eine ganze Anzahl von Nilpferden gemalt. Das hat nichts mit Rubens zu tun, Rubens gehört nicht zu meinen Lieblingen, aber Nilpferde gehören zu meinen Lieblingen. Und ich habe gelesen, die Nilpferde sind so schlau, dass die zum Beispiel in Maisfelder, also Ackerbau, Landwirtschaft, eindringen und fressen sich da dick und fett. Aber sie gehen in diese Maisfelder rückwärts hinein, so, damit es für jemanden, der das zufällig sieht, so aussieht, als kämen sie raus. Ich habe es noch nicht gesehen. Da aber Nilpferde nicht so ganz weit entfernt verwandt sind mit den Schweinen und auch mit den Hausschweinen, würde ich sagen, vielleicht könnte man auch im Zoo dafür werben, dass so ein Sprungturm für Nilpferde gebaut wird, so wie für diese chinesischen Schweine, wie das vor ein paar Tagen in der Zeitung war. Das wäre doch der Hammer. Nilpferde, die freiwillig so vom 10-Meter-Brett runterplanschen in die Jauche. Und als Belohnung gibt es dann Banane. Ja, so, jetzt habe ich mein Bier ausgetrunken. Das war's. Also Kräfte verlagern mit Maßen. Danke für den Aufruf. Ich gratuliere allen Aufrufern, die hier gemerkt haben, dass es lustig ist. So ein Bier. Ich hoffe, dass die Leute, die sich diese unsägliche Sendung angucken, auch ein Bier dabei haben. So, also, tschüss.